Ladies and Gentlemen and welcome hier in Wer weiß denn sowas? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nach unserer letzten Show, in der wir zum allerersten Mal verloren haben, geht es jetzt gleich sofort wieder an den Start. Ich glaube, wir nehmen heute mal wieder Team Bernhard und wir gehen an den Start mit jemand komplett anderen. Und zwar nehmen wir mal den Louis. Nachdem uns Mandy mit Wolves leider überhaupt kein Glück gebracht hat, probieren wir jetzt einfach mal gegen Team Elton und den Herren, der uns nicht vorgestellt wurde, anzutreten. Ich wünsche uns und insbesondere euch da draußen hoffentlich viel, viel Spaß. Heute bei der Weiß denn sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine neue Ausgabe von Wer weiß denn sowas. Danke fürs Einschalten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass das Gehirn der Neandertaler größer war als das der heutigen Menschen? Oh. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Wow. Die Leute glauben ja voll an uns. 12 Kategorien, 12 Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus 2 Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Jetzt geht's los. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute. Wahnsinn des Tages im Grünen. Essen Wahnsinn und Trinken. Clever. Total genial. Unser Körper. Sport. Tierisch. Das Fragezeichen. Afrika. Schönheit. Und im Kino. Schönheit ist aber so eine ganz schwierige Kategorie, glaube ich. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Was soll eure erste Kategorie sein? Schwere Entscheidung. Sport vielleicht? Ja, nimm mal Sport. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Sport! Ja, nimm bitte. Sport, das für dich gut. Ist das schon mal weg? Was haben die Sportarten Bodybuilding, rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen und Turmspringen gemein? A. Sie sind in Japan nicht zugelassen. B. Wurden in Deutschland erfunden. Oder C. Dürfen erst ab 16 Jahren als Leistungssport betrieben werden. Ne, aber rhythmische Sportgymnastik machen die ja auch schon mit 10 oder so. Sind doch auch Turmspringer aus Japan und auch rhythmische Sport aus Japan. Und gerade Synchronschwimmen, glaube ich auch. An Deutschland erfunden? Bodybuilding in Deutschland erfunden? Ja, das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Möglicherweise. Hä? Nee, 10 nicht. Das ist alles nur bis auf Synchronschwimmen richtig körperbetontes Training. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Nee. Ja, stehen Sie ganz kurz auf, einmal. So, wen nehmen wir? Sportlich sind wir. Glaubst du, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Ja, darüber habe ich mal was gelesen. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ihr entscheidet euch für B. Aber es wäre krank, wenn das so wäre. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Sind wir so sportlich? Diese 4 Sportarten haben neben den schönen Figuren noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ende des 18. Jahrhunderts kam mit der Einführung von Badeanstalten das Turmspringen in Mode. Im Synchronschwimmen, heute eher eine Frauendomäne, fanden 1891 in Berlin erstmals Meisterschaften statt. 10 Jahre später schuf der Deutsche Eugen Sandow das Bodybuilding. Das Schlusslicht ist die rhythmische Sportgymnastik, die erst 1911 in der Nähe von Dresden entwickelt wurde. Alle 4 Sportarten sind also made in Germany. Ach, krass. Heftig. Wir sind die extrem Erfinder von Sportarten. Die ersten 500 Euro. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ja, wie wollen wir starten? Ich finde ja Wahnsinn des Tages eine sehr, sehr spannende Kategorie. Komm, lass uns mal Wahnsinn des Tages nehmen. Ja, da sind wir uns auch einig. Ich habe keine Ahnung, was ich darunter verbergen könnte. Erstaunlicherweise zeigen neue Forschungsergebnisse, dass Hunde allergisch auf Menschen sein können, Fruchtfliegen intolerant auf Früchte reagieren können oder C. Hausstaubmilben an zu viel Staub ersticken können.
alles möglich. Hunde allergisch auf Menschen sein. Also, Hausstaubmilben an zu viel Staub ersticken können, das ist, glaube ich, Schwachsinn. Fruchtfliegen intolerant auf Früchte reagieren können. Ich glaube, das ist auch komisch. Ich könnte mir fast Antwort A vorstellen, Hunde allergisch auf Menschen sein können. Aber wogegen? Weil, also, Allergie, also zum Beispiel so eine Hundeallergie wird ja zum Beispiel durch Haare oder gewisse Sekrete, die ausgeschieden werden, ausgelöst, also durch gewisse Allergene, ne? Könnten wir denn sowas auch ausschütten, worauf der Hund allergisch reagiert? Das wäre eine Frage. Fruchtfliegen intolerant auf Früchte reagieren. Die Fruchtfliege... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? ...heißt ja nur Fruchtfliege, weil sie oft im Sommer irgendwie aus so Fäulnisgeschichten entsteht. Aber das müssen... Ja, oh. Ey, das finde ich auch ganz schwierig. Komm, lass uns mal das Publikum fragen. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Ich möchte mich da nicht unbedingt festlegen. Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wer soll es beantworten? Ich finde ja Ilir Forde, der sieht so aus, als würde er in der Wissenschaft arbeiten. Der könnte das vielleicht wissen. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Mein Gefühl sagt Antwort A. Das hat mir mal jemand erzählt. Ja, ich gerade. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Aber gut, das ist die Antwort, auch und zwar die richtige. Der Hund, der beste Freund des Menschen. Doch Tierhaarallergien können dem Wunsch nach tierischem Familienzuwachs oft einen Strich durch die Rechnung machen. Dass aber auch Hunde allergisch auf Menschen reagieren können, zeigen neue Forschungsergebnisse. Demnach rufen Proteine aus Haut oder Haaren der Menschen die allergischen Reaktionen beim Hund hervor. Diese zeigen sich dann in Form von Hautirritationen. Überleg mal, du hast den Hund geholt und der Hund... 500 Euro, die ersten 500 Euro. Ich wusste nicht, dass die auch so gewisse Allergien entwickeln können, wie bei Menschen. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann das ist eh egal. Das Fragezeichen. Und in diesem Sinne jault ein Hund im Haus. Ab einem Gehalt von 2% Ammoniumchlorid A. Können braune Haare blond gefärbt werden? B. Muss Lakritz als Erwachsenenlakritz gekennzeichnet werden? Oder C. Kann Nagellack auf dem Nagel trocknen? Was hältst denn du von B? Das heißt, weil das schädlich ist? Ammoniumchlorid? Sagt dir Ammoniumchlorid, Ammoniak. Braune Haare blond dass gefärbt es dann vielleicht. Nur trocknen kann? Wenn 2% Ammoniumchlorid da drauf aber sind, vor, ist ja eigentlich H2O2. Wie stehst denn du zu A? Was ist denn Erwachsenen? Ist das Ammoniumchlorid? Wir nehmen C. Wir nehmen C. Hier ist ja, die richtige wahrscheinlich auch C. Als Lakritz wird der Wurzelextrakt des echten Süßholzes bezeichnet. Der typische salzige Geschmack entsteht durch die Zugabe von Salmiaksalz, dem sogenannten Ammoniumchlorid. Dieses kann in großen Mengen zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Daher muss bei einem Gehalt von 2 bis 4,49% Ammoniumchlorid der Hinweis Erwachsenenlakritz auf der Verpackung stehen. Das habe ich noch nie gelesen. Ach, krank. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Ach, krank. Nächste Kategorie. Hat das jemand von euch schon mal probiert? Schmeckt das deutlich anders? Erwachsene Lakritz? Ich hätte gerne einmal erwachsene Lakritz. Na, zeig mal deine Ausweis. Überleg mal, gehst du Lakritz holen und kommt dir die Verkäuferin an und sagt, darf ich deinen Ausweis? Weil du Lakritz kaufen willst. Also, komm, lass uns unseren Körper nehmen. Ich bin dabei. Gut, er ist dabei. Easy going. Personen mit Blutgruppe 0 sind mehrheitlich Frauen, können ihr Blut allen anderen Blutgruppen spenden oder kommen bei den Ureinwohnern Australiens zu 90% vor? Oh, warte mal, wie war denn das? Können den Blut allen anderen Gruppen... Also ich bin 0, aber damit du richtig 0-0 bist... Oh, wie war denn das vom Erbgang? Das weiß ich gar nicht. Aber zumindest heißt das, ich glaube, 0 kannst du allen anderen spenden, weil...
die Antigene an das, warte mal, A und B ist, oh, ich sehe es immer, wie ich das strauchelt bei der Erklärung. Es ist auf jeden Fall, ja. Das schließe ich aus? Nee, die ist es auf jeden Fall. Mehrheitlich Frauen, das ist ja Blödsinn, ne? Das ist ja kompletter Blödsinn, das ist ja ein Vererbungsgang. Es ist ein rezessives Vererbungsmerkmal, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, bei den Ureinwohnern Australiens möglich. Wir entscheiden uns für B. Also, ja. B ist eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Jetzt hören wir die richtige Erklärung. Die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist der Typ A. Schlusslichter bilden die Gruppe B und AB. Mit einem Anteil von 41% sind Personen hierzulande mit der Blutgruppe 0 vertreten. Doch so viel. Ach, krass. Und das ist auch gut so. Denn sie können ihr Blut an Menschen mit allen anderen Blutgruppen spenden. Heißt, ich dürfte hier damit gelten sie als sogenannte Universalspender und können im Notfall lebensrettend sein. Im Notfall kann ich Leben retten. Sehr gut. Aber wir können halt nicht... 500 Euro, komm, 1000 Euro. Aber die Erklärung... Nächste Kategorie für euch. ...war jetzt auch nicht wirklich viel logisch, ne? Entscheiden wir uns für clever. Dann nehmen wir clever. Clever nehmen wir. Wer jeden Morgen und Abend einen kalten Wasserstrahl über Stirn und Wangen laufen lässt, der A. verbessert die Sehfähigkeit, B. entwickelt kein Hungergefühl oder C. regt die Bildung eines Erkältungsabwehrstoffs an. Vielleicht C. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Quatsch. Nein, ich würde B würde ich nicht. Leptinbildung, wobei. Sag mal, könnte es A sein? Stirn, vielleicht. Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A übrig. Hungergefühl, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wo Leptin A ist eingeloggt. Wird. Hier ist die Lösung. Aber ich dachte, Leptin. Bei der Kneippkur für das Gesicht sollte morgens und abends kaltes Wasser in einem dicken Strahl von den Schläfen quer über die Stirn und an den Gesichtshälften entlang geführt werden. Also Gartenschlauch? Im Test ergab sich nach einer Woche bereits ein deutlicher Anstieg von einem Erkältungsabwehrstoff im Speichel, dem Immunglobulin Typ A. IgA. Er blockiert die Erreger von Schnupfen, Husten und grippalen Infekten, bevor sie weiter in den Körper eindringen können. Der kalte Reiz fördert die Durchblutung, wodurch vermutlich die Bildung von Immunglobulin Typ A gefördert wird. Oh, Herr Rot ist mit dem Wasserschlauch. Wir brauchen das für ein Spiel. Guck mal, die hat sich völlig vollbesudelt. Es hatte etwas Verstörendes, diese Sekunde. So, das hätten wir jetzt auch gewusst. So, weiter gehen wir. Aber gut, das bringt uns keine Punkte. So, was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Also im Grünen essen und trinken tierisch-tierisch, total genial, Afrika-Schönheit im Kino. Lass uns doch nochmal tierisch-tierisch und danach vielleicht essen und trinken. Entscheid du mal. Siehste, Mandy Mitwurst, die hat uns überhaupt kein Glück in der letzten Runde gebracht, das sagst du. Die Nachtfalterart Utetaisa ornatrix ist dermaßen ungenießbar, dass... Spinnen sie freiwillig wieder freilassen, Vögel bei der Jagd die Luft anhalten oder Wespen sie gefangen nehmen, um Fressfeinde abzuschrecken. Wow. Klingt alles gut. Nachtfalterart. Utetaisa ornatrix. Utetaisa. Ich habe keine Ahnung, was man sich da für einen Falter vorstellen kann. Aber... ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein Sekret absondert, so ähnlich, so stinkwanzenmäßig, weißt du? Was? Also Spinnen sie freiwillig wieder freilassen? Das glaube ich nicht, weil eine Spinne geht ja auf ihrem Netz nach Bewegung. Also sprich, wenn auf... wenn sie Bewegung auf ihrem Netz registriert, kommt sie ja an und wird wahrscheinlich alles irgendwie erstmal einspinnen. Und ich glaube, da drin stirbt dasjenige ja... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Damit sie es in Ruhe fressen kann und derjenige sich nicht wehren kann. Daher würde ich das rauslassen. Vögel bei der Jagd die Luft anhalten, ist die Frage. Jagen Vögel denn so in der Nacht? Das hast du ja eher weniger, dass Vögel nachts wirklich großartig auf die Jagd gehen.
Spannender finde ich daher Antwort C. Wespen sind ja sehr, sehr schlau. Sie gefangen nehmen, um Fressfeinde abzuschrecken. Könnte ich mir tatsächlich durchaus wesentlich mehr vorstellen als das andere. Das kann ich mir total vorstellen. Ich auch, deswegen nehmen wir es. Also meine Antwort ist C. Meine auch. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Also Wespen, die sind ja wirklich sehr schlau. Der zu den Bärenspinnen gehörende Nachtfalter Ute Theiser Ornatrix lebt auf dem amerikanischen Kontinent. Er ernährt sich im Raupenstadium hauptsächlich von einer Pflanze, deren Hülsenfrüchte Pyrolizidine, also Pflanzengiftstoffe, enthalten. Oh. Dadurch wird er für seine Fressfeinde auch im Schmetterlingsstadium ungenießbar. Verfängt er sich in einem Spinnennetz, merkt die Spinne über die Haarsensilien an ihren Beinen, dass es sich um einen giftigen Fang handelt und lässt ihn schließlich enttäuscht frei. Ach, tatsächlich. Okay, das heißt, ich hätte die Spinne für dümmer eingestuft. Bleib bei 1000 Euro. Schade. Also, nächste Kategorie. Die machen wir weiter. Essen und Trinken klingt doch interessant. Nein! Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Essen und Trinken. Bitteschön. Lachsschinken wird mit Fischmehl geräuchert. B ist weder aus Schinken noch aus Lachs hergestellt. Oder C wird mit Rote-Bete-Saft eingefärbt. Bestimmt C. Ist bestimmt C eingefärbt. Oder? Also C schließen wir schon mal aus. Sag mal, was sagst du zu A? Mit Fischen hat das noch nichts zu tun. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Frage ist nur, warum heißt der dann Lachsschinken? Bin im A. Mit Fischmehl? A ist eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Ist das nicht fischig schmecken? Lachsschinken hat nichts mit Lachs aus dem Meer zu tun, sondern stammt auch vom Schwein. Während der klassische Schinken aus dem Oberschenkel hergestellt wird, besteht der Lachsschinken aus dem Mittelstrang des Koteletts. Metzger nennen genau dieses zarte Stück Fleisch Lachs. Durch die Behandlung mit Salz wird es wie roher Schinken gepökelt. Der Name Lachsschinken stammt also vom Fleischstück und seiner Weiterverarbeitung. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Okay. Wie geht's weiter? Ach so, stimmt. Okay, das war eine schwierige Frage. Da muss er die Stücken vom Schwein richtig kennen. Okay, gut. Im Grüne total genial, Afrika Schönheit oder im Kino? Ich würde sehr gerne vielleicht, lass uns doch mal im Grünen nehmen. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Ja, dann nehmen wir das. Die Pflanze Rafflesia Arnoldi. Wechselt ihre Farbe im Tagesverlauf von Rot zu Blau? B. Besitzt die größten Blüten im Pflanzenreich? Oder C. Wurde nach Arnold Schwarzenegger benannt? Oh, das ist fies. Jetzt bietet er mir genau das an. Rafflesia Arnoldii. Ich kenne die Pflanze überhaupt nicht. Das Problem ist, anhand dieses lateinischen Artennamens kannst du auch überhaupt nichts herleiten. Also ich zumindest nicht bei Pflanzen, weil Botanik gab es bei uns im Studium nicht. Wenn es jetzt irgendwie um Mikroorganismen oder Pilze gehen würde, könnte ich es mir vielleicht ein bisschen herleiten, weil man da so ein bisschen was weiß. Aber mit Pflanzen kenne ich mich ja sehr wenig aus. Rafflesia Arnoldii. Aber... Also, wechselt ihre Farbe im Tagesverlauf von Rot zu Blau? Ist ja die Frage, gibt es tatsächlich Pflanzen, die sowas können? Und wenn ja, welchen biologischen Sinn würde das machen? Von Rot zu Blau könnte natürlich vielleicht irgendwie... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Insekten anlocken, die zur Befruchtung dienen? Könnte ich mir vorstellen. Besitzt die größten Blüten im Pflanzenreich... möglich. Ich wurde nach Arnold Schwarzenegger benannt. Ja, darauf schließt man natürlich, weil man es hört. Was sagst du denn zu... Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und? Das glaube ich nicht. Und? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Schwarzenegger!
Ich weiß nicht, wo sie nehmen soll. Wir nehmen C. Oh Gott, das ist doch bestimmt falsch. Er sagt C. Die ist die Lösung. Schwarzenegger, niemals. Die Riesen-Rafflesie, Rafflesia arnoldii, wächst im indonesischen Urwald und ist ein sogenannter Vollschmarotzer. Was? Sie hat weder Blätter noch Wurzeln, sondern besteht aus Zellfäden. Diese durchdringen die Wurzeln der Wirtspflanze und versorgen die Riesen-Rafflesie mit Nährstoffen. Ihre auffällig rote und nach Aas stinkende Blüte lockt Fliegen zur Bestäubung an. Mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter ist sie die größte Blüte im Pflanzenreich. Es bleibt bei 1.000 Euro. Es war fast klar. Wir haben noch 4 Kategorien. Nach Aas. Also stinkt im Urwald. Klingt doch interessant. Was? Sollen wir einfach Afrika nehmen? Das klingt eigentlich ganz gut. Wir nehmen Afrika. Welche Eigenschaft des türkisen Prachtgrundkerbflings lässt laut Forschern Rückschlüsse für den Menschen ableiten? A. Er betreibt natürliche Verhütung. B. Er altert im Zeitraffer. Oder C. Er fällt in eine Winterstarre. Also ich habe keine Ahnung. A vielleicht? Wie jetzt? Wäre B möglich? Ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Ist ein Fisch? Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Der aus Afrika stammende Prachtgrundkerbfling ist für Forscher besonders interessant, denn seine Gene ähneln denen des Menschen. Mit einer Lebensspanne von nur 3 bis 12 Monaten ist er das ideale Objekt, um den Alterungsprozess des Menschen zu erforschen. Denn der Prachtgrundkerbfling altert im Zeitraffer. Forscher des Leibniz-Instituts für Alternsforschung haben nun das Erbgut des Fisches entziffert und erhoffen sich damit Hinweise auf die Frage, welche Gene unsere Lebenserwartung bestimmen. Okay. 1.000 Euro! Aber die Fragen sind gar nicht so ohne. 3 Kategorien haben wir noch. Ja, was nehmen wir? Total genial, Schönheit oder im Kino? Ja, da sind wir uns auch einig. Okay, gut. Nehmen wir das. Werden die Hände in Essigwasser getaucht? Fällt es anschließend leichter, A. Kleidung von Fusseln und Tierhaaren zu befreien, B. Teig zu kneten, ohne dass er an den Fingern kleben bleibt, oder C. Einweghandschuhe anzuziehen? Also, Einweghandschuhe anzuziehen würde ich ausschließen, denn dann wäre das vielleicht, also vielleicht ist das da tatsächlich möglich, aber dann wären das Einweghandschuhe im Lebensmittelbereich. Ja, aus der Medizin und der Laborarbeit, ja, die ist definitiv nicht, weil wenn da was feucht ist, kriegst du die Handschuhe nicht an, weil dann klebt das. Also da ist es eher hinderlich. Essig. Auf Hände. Kleidung von Fusseln und Tierhaaren zu befreien, das kannst du ja allgemein mit Feuchtigkeit. Also das Ding ist, was macht denn Essigwasser mit Händen? Haut hat pH-Wert von relativ neutral, also pH 7. Essigwasser als Säure ist ja eine schwache Säure sogar, die Essigsäure. Müsste es ansäuern. Zum einen müsste es auch den Effekt haben, dass du vielleicht Proteine... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? ...Ine da drauf ein bisschen zerstörst. Und aber auch Mikroorganismen, die du drauf hast. Teig zu kneten, ohne dass er an den Fingern kleben bleibt, finde ich gut. Aber dann hast du ja den Essiggeschmack. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll, ne? Was sagst du denn zu A? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Was? Emotional? Teig zu kneten, ohne dass er an den Fingern kleben bleibt. Nimmst du ja sonst Mehl, aber kannst du auch Essigwasser nehmen? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Also C schließe ich eigentlich aus. Kleidung von Fusseln und Tierhaaren zu befreien, das machst du ja eigentlich mit irgendeinem Klebstoff, nicht mit den bloßen Händen. Ich würde vom Gefühl, würde ich B nehmen. Dann nehmt ihr B. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung.
Die Haut wird durch die Oberflächenspannung des Essigwassers ummantelt. Hat nun der Hund seine Haare an der Kleidung hinterlassen, hilft dieses besondere Handbad. Durch das Reiben werden die losen Fasern gesammelt. Die Oberflächenspannung bewirkt, dass die Hundehaare besser an der Hand haften bleiben. Der Essig hat außerdem eine reinigende und desinfizierende Wirkung für die Kleidung. Das höre ich zum ersten Mal. Ich bin also Kategorie-Fusselroller. So, zwei Kategorien haben wir noch. Essigwasser. Im Kino? Klingt doch interessant. Ja, nein. Ja, nein. Schöner. Nee. Bitte. Wer sein Haar möglichst schnell wieder lang wachsen lassen will, es geht heute sehr viel um Haare. Sollte die Haare jeden Abend in Hefeweizen einweichen, B, regelmäßig mit dem Cabrio auf der Autobahn fahren oder C, viele Kohlenhydrate essen. Ich bin der Meinung... Wie stehst denn du zu A? Sagte dir ja ohne Haare. Nee, glaube ich nicht. Ich habe schon mal gehört, C eine Option? Dass du mit Bier waschen sollst. C ist eigentlich das plausibelste... A, es wird A sein. Eventuell B? Hm? Viele Kohlenhydrate, da hast du Ahnung, ob es trinkt oder wir, was? Dann nehmen wir C. Was? Niemals. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die Lösung. Haare gehören zu den am schnellsten wachsenden Geweben des Körpers und brauchen daher reichlich Energie. Wollen Sie Ihre Haare schnell wieder lang wachsen lassen, dann achten Sie auf eine ausreichende Ernährung. Am besten essen Sie möglichst viele komplexe Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten oder Haferflocken vorkommen. Der Körper verwandelt Kohlenhydrate in Energie und die Haare wachsen deutlich schneller. Hä? Also, 500 Euro haben wir draufgepackt. Ja, also, Pizza essen, Freund. Ja, alles gut. Letzte Kategorie, die übrig bleibt. Im Kino. Also. Ob eine Filmszene spannend oder lustig ist, erkennen Forscher neuerdings an A. der Anzahl der Toilettenbesuche, B. der Belegung der Sitzreihen oder C. der Atemluft im Kinosaal. Hä? Belegung der Sitzreihen? Würde ja mehr Sinn machen. Aber was hat das mit spannend und lustig zu tun? Ja, dann fast Toilettenbesuche. Also, ob eine Filmszene spannend oder lustig ist, erkennen Forscher. So, erstens die Frage, wer hat die beauftragt? Und B, warum wollen die das wissen? Eigentlich ja die Anzahl der Toilettenbesuche, weil wenn es ein besonders spannender oder lustiger Film ist, verklemmst du dir das ja und gehst ja nicht unbedingt auf Klo. Belegung der Sitzreihen, das ist ja eher ein Kriterium für den Film und nicht für die Szene. Die Atemluft im Kinosaal, weil es so spannend ist, dass du die Luft anhältst oder wie? Du wirst ja nicht mit Luftmessgerät dahin gehen. So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Gesehen? Bernhard Hoeker steht an der Toilettentür und macht Strichliste. Wir nehmen A. Das ist die bescheuerste Frage, die ich je gehört habe. So, hier kommt die richtige Lösung. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist es gelungen, chemisch zu bestimmen, welche Szene im Kino gerade geschaut wird. Denn die Atemluft innerhalb des Saals verändert sich je nach Filmgenre. Je nervenaufreibender ein Film ist, desto mehr spannten sich die Testzuschauer an. Desto schneller wurde geatmet und desto höher waren im Saal die Werte von Kohlendioxid und Isopren. Das willst du nicht verarschen jetzt, oder? Beides chemische Verbindungen, die Menschen in winzigen Mengen ausatmen. Bei den lustigen Szenen erkannten die Forscher eine deutlich unterschiedliche molekulare Spur als bei den Spannungsmomenten. Um welche chemische Verbindung es sich genau handelt, ist für die Wissenschaftler noch unklar. Es bleibt bei 1000 Euro. Okay. Ja. Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit drei Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. Die Kategorie zur Masterfrage ist Adel. Ich bitte euch,
jetzt euren Einsatz zu tätigen. Adel. Also, die haben ja 1500. Wenn die all in gehen, ist sowieso klar, können wir machen, was wir wollen. Verlieren wir eh oder je. Also sowieso. Wenn sie 500 setzen und wir all in gehen, ist es Gleichstand. So, ne? Wenn die 1000 setzen, haben wir auch verloren. Also pass auf, wir gehen jetzt einfach mal all in. Gut, Betrag ist gesetzt. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Adel. Wer lernte seine spätere Ehefrau bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney kennen? A. Frederik von Dänemark, B. Albert von Monaco, C. Philippe von Spanien. Keine Ahnung. 20 Sekunden ab jetzt. Eine spätere Ehefrau bei den Olympischen Spielen von in Sydney. Keine Ahnung. Vielleicht Albert von Monaco? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne keinen davon. Ich kenne überhaupt keinen von denen. Philippe von Spanien, Frederik von denen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt eine Antwort. Ihr bestimmt bald. Wir gucken, was ihr gesetzt also, habt. Das ist wirklich null. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Richtig ist Antwort A. Das bedeutet, das Team Elton gewinnt. Wir machen nichts. Wir haben verloren zum zweiten Mal. Glückwunsch zum Sieg. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß, haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank an unsere beiden Teams. Ja, das waren auch einfach Fragen, oder?